Wenn man mit seinem Zögling unterwegs ist, Zögling, Schützling, ich sage gern diese Worte, weil es so schön geschlechtsneutral ist. Egal ob ein Junge oder ein Mädchen, das spielt doch keine Rolle. Und wie alt ist auch egal. Wie kann es sein, wenn man miteinander unterwegs ist, dass man dann immer wieder was sagen muss, mit immer wieder? Also meine ich, alle 2 Minuten ist schon fraglich, je nachdem wo man ist, alle Minute. Noch fragwürdiger. Aber alle 30 Sekunden, alle 20, 15, alle 10 Sekunden muss man seinen Zögling ansprechen, damit er weiß, nicht weiß Gott, wo ist. Dann stimmt doch da was nicht. Was da grundlegend nicht stimmt, ist, dass man nicht zusammen unterwegs ist. Zusammen ist eins ihrer Überschriftworte. Man ist zusammen unterwegs, man ist zusammen zu Hause, man ist zusammen in der Garage, weiß Gott wo. Man ist zusammen. Und film mal schön drüber. Jetzt tollt er da rum und ja, fragender Blick und ist in der Nähe. Ich muss doch jetzt nichts sagen. Wie kann es sein, dass ich ihn weiß Gott wo einsammeln muss? Wir sind zusammen, er ist orientiert, er weiß, wo wir, dass ich hier jetzt was mache, wo wir stehen und fällt sich dann halt in der Nähe auf. Man ist miteinander connected, man ist miteinander verbunden. Und wenn man da ständig was sagen muss oder meint, was sagen zu müssen, dann mal drüber nachdenken, sind wir überhaupt zusammen oder laufe ich meinem Zögling hinterher? Und im Dreischritt, das erkläre ich im Buch, ich meine auch im Film, aber da beschreibe ich immer, wie man ein besseres Zusammenarbeiten kann, mehr Orientierung. Hier jetzt nur 2 Tipps. 2 Tipps, wie man das arbeiten kann, was, auf was man achten sollte, damit mehr Zusammengehörigkeitsgefühl da ist, damit mehr Orientierung da ist vom Zögling. Zum einen, sie wollen immer ganze Antworten. Ganze Antworten. Wenn sie ihren Zögling ansprechen, sind sie nicht mit Halblebigkeiten zufrieden. Und das erlebe ich nur zu oft, dass die Menschen zum Beispiel mit Aufmerksamkeitssignal ansprechen. Ich empfehle ja dazu immer den Namen, dass man mir unter dem Namen beibringt, ich meine dich, beachte mich. Und dann sprechen die Menschen den Namen aus zum Zögling, weil er sich weiß Gott wohin denkt, weil er sich halt wieder abnabelt, weil der geistig wieder wegfällt. Und dann erlebe ich nur allzu oft, wenn ich jetzt mal den Hund mime, der hört den Namen, ja, ja. Und schmeißt einem einfach so einen Blick zu und lebt dann weiter, als ob nie was gesagt worden wäre. Und damit sind sie nicht zufrieden. Sie wollen ein, ja bitte, was möchtest du? Und dann kann ich dazu sagen, nur das. Erkläre ich dann mit einem Lob, wie immer, gut, dass du guckt hast. Aber ich möchte dieses, ja bitte, ich möchte dieses connecten, ich möchte dieses mich wieder in seinen Kopf lassen. Das möchte ich. Oh ja, der Vater hat was gesagt, Mama hat was gesagt. Dass man da wieder drin ist in dem Kopf. Ich möchte die Aufmerksamkeit zu mir erhöhen, weil er sie gerade eben verliert. Also dann eine ganze Antwort, egal was sie gesagt haben, ob es ein Sei bei mir ist, ob es ein Name war oder ein Nein. Sie wollen immer die Akzeptanz, das Einverständnis, dieses Ja, in Ordnung, ich lasse das jetzt. Ja, ich bin jetzt da, geistig, nicht körperlich. Das Körperliche ergibt sich ja nur aus dem geistigen Dasein. Und genauso beim Namen, ja bitte, ich, was willst du denn, ich habe dich gehört. Nicht mit Halblebigkeiten zufrieden sein, allein das erhöht schon die Verbindung, weil der Zögling dann halt auch weiß, dass da jemand ist, der sich nicht mit Halblebigkeiten zufrieden gibt. Da ist also jemand, das Wort jemand ist dabei maßgeblich. Da ist nicht etwas dabei, da ist nicht ein Chauffeur dabei, sondern jemand, der nicht in Serie redet. Und zum Zweiten, der wird schnell, werden sie langsam. Der Zögling wird schnell, werden sie langsam. Ich erlebe immer wieder, die Menschen leihen ihren Hund ab, der läuft los und die Menschen laufen mit. Da würde ich gerade zum Bossen stehen, ich meine los und er tut gleich in einen Trab verfalle ich, da bleibe ich gerade zum Bossen stehen. Und wenn er dann den 5. Meter erreicht und nicht mitgekriegt hat, dass ich stehen geblieben bin, dann spreche ich an. So fange ich gleich meinen Spaziergang an. Es wird nicht an der Leine gezerrt, wenn er es akzeptiert hat, mache ich die Leine weg. Und wenn er dann gleich mal in den Trab verfällt, nicht hinterherlaufen. Nein, stehen bleiben, wenn er es nicht mitkriegt, ansprechen und sich behaupten, wenn er nicht folgen will. Er wird schnell, sie werden langsam. Der soll das mal lernen in seinem Leben. Wenn er jetzt einfach nur meint, ich gehe meiner Wege und der wird schon dranbleiben, dann bleibt er da nicht dran. Freund, wach mal auf. Und zum Zweiten, immer ganze Antworten, keine Halblebigkeiten. Durch diese 2 Dinge können sie schon erarbeiten, dass da mehr ein Zusammen draus wird, dass da schon mehr Orientierung passiert. Das war super.
Bist du jetzt nur drauf, dass ich das gesagt habe? Ja, weil es nicht aufhört.